glaube ich, keine mehr zum Craften. Airdrop ist irgendwo wiedergekommen. Nicht in unserer Nähe, soweit ich das sehe. Zombies und wo sind sie wieder alle? Doch, bei uns in der Nähe, oder? Nee, bei McStone. Nee, ich habe jetzt keine gesehen. Ja, doch, ich könnte da hingehen, aber bei McStone ist, glaube ich, näher dran. Der sieht ihr doch wieder nicht. Ja, Fanny, du schaffst noch viel mehr, wenn du wüsstest. Aber alles verrate ich dir nicht. Lauf mal hin, schreibt MC Stone. Nee, ich bin gerade mit Lehmschaufeln beschäftigt. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Jetzt werde ich wieder angeschrieben. Von wem denn? Von Hier unserer Panda? in Steam. Achso. Sieht einer, dass ich in HNZ gehe, werde ich gefragt, so von wegen, spielst du eigentlich noch Ark? Ist das so? Nein, ich habe es Ewigkeit nicht mehr gespielt und die ganzen Neuerungen kenne ich alle nicht. Ja, hast du immer Bock zu zocken? Meinst du, auf was für einen Server zockst du? PvP? Weil da müsste ich Nein sagen, weil ich mich erstmal auf PvE-Servern damit einfreunden muss, was man alles bauen kann. Wie kann man nur so langweilig sein? Ja, okay, dann bin ich halt langweilig, habe ich zurückgeschrieben. Dann spielst du dein PvP und ich bleib weiterhin beim Nichtspielen. Ja. Ja, MC, wir haben alle Hände voll zu tun, das ist wohl wahr. So, funny. Aha. Schippe kaputt, die nächste Schippe kaputt, 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 da war sie schon kaputt.
eigentlich mal meine Hütte zurück, um ein bisschen Lehm abzupacken, weil meine Taschen sind voll. Ich meine, es geht zwar noch was unten in den Gürtel rein, aber ich habe mal Angst, dass wenn ich sterbe, dann müsste ich ja erst das Zeug wiederholen. Fährt der Wiener Stallmotorrad. Ja, stimmt, Fanny, das ist wohl wahr. Das ist zwar sehr schade, aber was sein muss, muss sein. Oh, du hast Nachtschicht, MC, okay. Mein Beileid. Freitag und Samstag Nachtdienst und dann am Montag und Donnerstag und Samstag. Oha. Es ist ja wenigstens was, MC, aber trotzdem doof. Halbe Stunde, dann wird's wieder Tag. Ich bin voll. Gesehen. Ach komm, zwei Gläser kann ich wegschmeißen. Was von voll. Geht, 12 Stunden. Oh lol.
Eine Schaufel ist gleich kaputt ist, dann komme ich mal rum und gebe dir mal die paar Sachen. Jo. Die Uhr, yay. Habe ich aber krass hier weggegraben hier. Ich habe bei mir auch eine ganze Menge weggegraben, du Holla die Waldfee. Moin, Eise. Nein, da hat das schon wieder eins zu viel aufgewertet. Boah, baut Cyber hier die chinesische Mauer? Cyber seine Mauer? Er hat hier echt chinesische Mauer irgendwie am Start. Ja. Okay, da unten das Haus will er abreißen und hier oben ein neues bauen, oder wie? Ja, er will dann irgendwie so terrassenförmig von oben nach unten bauen. Okay. Mega Wall hier aufgeschüttet. Jetzt kann man ja doch schon fast zu euch rüber gucken, gegenseitig. Ja, ich werde dann, also du siehst ihn ab und an aus dem Augenwinkel rausblitzen. Ich werde dann aber auf meine Seite zum See hin da ein paar Bäume stellen, damit es so ein bisschen die Sicht versperrt zu ihm. Microphone activated. Alter, oh, rumiert. Was denn? Du hast doch hier gerade diese komischen Geräusche gemacht. Was sind für Geräusche jetzt? Na, dieses. Hier ist ein Loch in der Wand. Hier hast du einen Ding vergessen. Ja, ja, ich weiß. Fanny, was könnte das wohl gewesen sein? Ein Romiat auf Ecstasy. Okay, hier stehen einfach so ein paar Frames draußen rum. Ja, ja. Die müssen da stehen. Okay. Hahaha, ausgetrickst. Ich bin rübergekommen. Hast du irgendwo eine freie Kiste, also eine offene? Nee, habe ich nicht. Aber warte, ich komme gleich zur Hütte. Machst du dir auf, dann kannst du es da reintun. Ja, ich könnte das tatsächlich schaffen. Auf jeden Fall da vorne zum Wasser. Da musst du noch eine Reihe teilweise drauf tun. Ich konnte nämlich von Land aus auf die Mauer drauf springen. Hä? Wo ist denn der Keller? Du meinst von der Ecke da hinten? Ja, von der rechten Ecke da. Jetzt, wenn ich hier Richtung Wasser gucke. Was? Welche rechte Ecke? Ich zeig dir's mal, komm. Du meinst
Du meinst hier vorne? Hier vorne, direkt am Wasser. Da konnte ich einmal so ums Eck springen. Brupp, und bin dann hier praktisch gelandet. Hier im Wasser. Hier konnte ich drüber springen. Von da drüben hier drauf und. Okay, ja, dann werde ich da nochmal Frames drauf klatschen. So, dann kommen sie mal mit. Aber ich muss erst neue machen, ich habe keine mehr. Ja, zu viel Druck, genau, Fanny. Ne, jetzt ist sie gelockt. Die war gerade eben unlocket. Jetzt ist sie unlocked, so. Das. War's alles? Ja. Yeah. Nice. Die Firma dankt. Bitte. Sagen Sie Bescheid, wenn ich mich erkenntlich zeigen kann. Natürlich hier kein Holz in der Tasche. Wie sollte es auch anders sein? Zumindest nicht so viel. Schnell home teleporten. Ein Klaus, Uwe, Herbert, Markus, blablabla. Wilhelm Brandt, Olaf mit deutlich zu viel Druck, dass es oben schon rauskommt. Nee, ganz sicher nicht. Noch erstmal hier vorne die Ecke fixen. Ich weiß halt nicht, ob das drüben am Wasser da auch geht. Also wenn du diese kleinen Tümpel da durchquert hast. Musst du mal gucken. Nach und nach. Ja. Was wollte ich jetzt mal an Skillpunkte verteilen? Wer ist denn Dimitri? Dimitri? Ja. Ach so. Wer ist Dimitri? Ich muss dazu immer sagen, Kochnix erinnert mich auch an irgendjemanden. Ich weiß aber nicht wen. Nein. Wieder getan. So, jetzt ist nichts mehr mit rüberspringen. Der russische Hexenmeister, die Alemannia. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab's nicht so mit Filmnamen oder was weiß ich nicht was. Ich kann mich meist immer nur an Bruchteile von Szenen erinnern.